Dorothee Martin war schon als junger Mensch sehr politisch interessiert und ist daher schon damals in eine Jugendorganisation einer politischen Partei eingetreten. Das ist ein Weg, den viele Jugendliche, unter anderem auch ich selber, wählen, um sich politisch zu engagieren. Ich zum Beispiel bin parteipolitisch aktiv, weil mir aktuelle Themen wie Klimaschutz, Rassismus und viele weitere Themen sehr am Herzen liegen und ich finde, dass jeder, der die Chance hat, etwas zu bewegen, das auf jeden Fall versuchen sollte. Dass dieser Schritt der Anfang ihrer erfolgreichen politischen Karriere wird, das hätte sich Frau Martin damals bestimmt nicht erträumen können. Unser Jugendredakteur Jonas hat Frau Martin interviewt und ihr spannende Fragen zum Bundestagswahlkampf, zur zukünftigen Corona-Politik und vielem mehr gestellt. Seht selbst! Die Corona-Pandemie betrifft die Politik in allen Ebenen. Ob nun die Regionalparlamente, die Hamburger Bürgerschaft oder auch die Bundespolitik, das Thema scheint sie ja alle irgendwie in Atem zu halten. Mein heutiger Interviewgast war bereits bei allen drei Parlamenten tätig und ist seit dem 11. Mai 2020 Mitglied im Deutschen Bundestag. Dorothee Martin, schön, dass Sie da sind. Moin, hallo, freut mich sehr, danke für die Einladung. Was hat dich denn dazu gebracht, in die Politik überhaupt zu gehen? Ich habe von meinem Elternhaus sehr früh gelernt, es war bei uns normal, dass man sich engagiert. Und ich habe dann Politikwissenschaften, Jura studiert, habe an der Hamburger Uni dann eine Kommilitonin gehabt, die bei den Jusos ganz aktiv war und habe mich einfach sehr dafür interessiert, wollte gerne mitmischen, wollte mitdiskutieren und bin dann ja 98 in die SPD eingetreten. Ja, jetzt bist du ja bereits im Bundestag seit kurzer Zeit und hast ja auch da bereits einige Reden gehalten. Wie war denn so dein Gefühl bei deiner ersten Rede? Klar war das aufregend. Und ich habe für meine erste Rede sehr, sehr lange mich vorbereitet, habe die auch wirklich dann so geübt, so mit meinen Mitarbeitern. In dem Bundestag ist es ja auch anders als in der Bürgerschaft. Da wird man ja auch extra so begrüßt. Die Kollegin Martin jetzt für ihre erste Rede. Also das ist dann nochmal so ein bisschen mehr Spannung. Aber es gibt auch so ein bisschen das Agreement bei uns im Bundestag, dass man also derjenige, der zum ersten Mal redet, also besonders nett auch behandelt, keine fiesen Zwischenfragen stellt. Aber so zum ersten Mal an diesem Rednerpult, in diesem doch sehr, sehr großen Plenarsaal im Deutschen Bundestag zu stehen, das war aufregend und natürlich auch schon eine große Ehre. Also das werde ich nicht vergessen. Du warst ja recht lange in der Hamburger Bürgerschaft. Was würdest du denn sagen, wo unterscheiden sich denn diese beiden Parlamente ineinander? Was mir als erstes aufgefallen ist, man schmunzelt immer so, das ist der Deutsche Bundestag mit Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Bundesrepublik, was man an den verschiedenen Dialekten hört. Ne? Also dann hast du halt irgendwie die Kollegin aus Baden-Württemberg, ne, im breitesten Schwäbisch oder den Sachsen oder den Bayern. Also das ist so ein bisschen, okay, das ist halt jetzt wirklich der Deutsche Bundestag. Und der zweite Punkt, auch beim Thema Verkehrsmobilitätspolitik, natürlich, wir kommen aus Hamburg, wir haben unsere Großstadtbrille auf. Ich rede darüber, dass ich den Hamburgern ein Angebot von machen will, dass sie alle 5 Minuten Bus oder Bahn erreichen. Und dann kommt mein Kollege aus dem Bayerischen Wald, bei dem es nur einen Schulbus gibt morgens und abends. Das heißt also auch diese verschiedenen Brillen zwischen Stadt und Land und die verschiedenen Ansätze, Politik zu machen und dass wir eben Gesetze machen müssen, die dann eben auch diese ganz unterschiedlichen Lebensverhältnisse dann unter einen Hut bringen. Das ist schon der große Unterschied zu Politik auf Landes- und auf Bundesebene. Wie kompromissbereit muss man dann sein? Politik ist die Kunst des Kompromisses, ne? Also natürlich muss man da auch kompromissbereit sein. Im alltäglichen Leben sind es dann Kompromisse, die man dann innerhalb der eigenen Fraktion schließt oder natürlich, wir regieren ja nicht alleine, auch mit dem Koalitionspartner. Das gehört zur täglichen Praxis dazu. Ja, wer nicht kompromissfähig ist, der hat in der Politik nichts zu suchen. Jetzt bist du ja inmitten der Corona-Pandemie in den Bundestag gewechselt und das ist ja eine Krise, die ja so ziemlich einzigartig ist. Sowas gab es noch nie zuvor. Wie ist denn so die allgemeine Stimmung im Bundestag? Sind die Politiker eher angespannt oder ist das für die mittlerweile auch zum Alltag geworden? Also es ist Alltag, aber natürlich sind wir angespannt und angespannter als normal. Und ich muss auch sagen, die Spannung nimmt auch bei uns zu.
Also wir sind ja zum einen Politiker, aber natürlich auch ganz normale Menschen. Ich habe alle meine Ausschüsse auch online, also bis auf die Plenarsitzung mit reduzierter Präsenz, tagen wir nur noch online. Das ändert politisches Arbeiten, weil natürlich Politik gerade Austausch ist, gerade mal das Gespräch irgendwie so auf dem Flur, wo man viele Dinge regeln kann. Das fehlt. Das ändert dann auch so ein bisschen unsere Kommunikation und das trägt auch ein bisschen zur Anspannung bei, natürlich. Also wir sind ja nicht hier im luftleeren Raum. Das ist schon für uns auch eine besondere Herausforderung und es ist schwierig, ja. Man hört ja immer wieder aus dem Bundestag in den Nachrichten zum Beispiel, dass sich das Parlament wünscht, mehr mitzusprechen, dass diese ewigen Ministerkonferenzen aufhören. Wie stehst du denn dazu? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe auch schon von vielen Bürgerinnen und Bürgern gehört, Mensch, ihr seid ja so entmachtet als Bundestag. Das sind wir nicht, weil es vergeht kein Tag und auch keine Ausschusssitzung, wo wir uns nicht mit Corona beschäftigen. All das, was wir auch an Corona-Hilfen beschlossen haben, da hat immer der Bundestag mitbestimmt und mitdiskutiert. Und natürlich haben wir das Infektionsschutzgesetz letztes Jahr so geändert, dass diese Ministerpräsidentinnenrunde entscheiden kann. Werden es ja aber auch in Kürze so ändern, dass auch der Bundestag oder die Bundesregierung dann auch Entscheidungen treffen kann, weil man hat jetzt ja auch gesehen, 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten konnten sich immer schwieriger dann auch einigen. Das heißt, also ist durchaus auch gut, wenn die Bundesebene mehr Kompetenz hat. Politiker und Politikerinnen wollen sich ja auch mal mit ihren Wählern auseinandersetzen. Das ist ja in der Bundespolitik immer noch mal ein bisschen schwieriger, weil ja der Politiker sitzt meistens in Berlin, während die Wählerinnen und Wähler in Hamburg sitzen. Macht das die Corona-Pandemie vielleicht sogar ein bisschen einfacher? Meine Erfahrung ist, dass seit ich jetzt Bundespolitikerin bin, ich wesentlich mehr E-Mails, Anfragen und Anrufe bekomme. Und zwar nicht nur zu bundespolitischen Themen, ganz im Gegenteil. Also Bundespolitik ist im Moment meistens Corona mit Themen. Ich würde sagen, doch, es ist mal 60% Anfragen, die sich mit Landes- oder mit kommunalen Themen beschäftigen. Und wir sind ja quasi nicht immer in Berlin, sondern wir sind nur zu unseren Sitzungswochen in Berlin. Und wenn keine Sitzungswochen sind, bin ich ganz normal in Hamburg. Ja, jetzt gibt es ja von deinen Wählerinnen und Wählern sicherlich nicht nur Lob, sondern halt auch häufiger mal Kritik. Wie geht man denn mit so einer Kritik um, wenn man selbst persönlich vielleicht gar nicht wirklich daran mitgearbeitet hat? Muss man sich dann da trotzdem hinterstellen und sagen, ja, das ist jetzt halt so? Oder wie macht man das da am besten? Es ist wichtig, dass man immer so seinen persönlichen Kompass hat. Und das ist eigentlich eine Entscheidung jeden Tag, wie viel man mittragen kann. Und es entwickeln sich, glaube ich, auch, das ist meine Erfahrung, dann im Laufe von Entscheidungen auch mal noch andere Erkenntnisse. Also Beispiel Ausgangssperre finde ich per se ziemlich schwierig. Aber ich kann gut verstehen, dass Epidemiologen sagen, das ist einfach das beste Mittel, um diese Corona-Pandemie einzudämmen. Also ist meine Entscheidung, ich kann das mittragen, auch wenn ich es per se kritisch sehe. Ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, ist, wenn Kritik kommt, immer zu erklären und transparent zu machen, warum man eine Entscheidung mitträgt, warum man vielleicht auch Kritik hat, aber sie letztlich dann doch mitträgt. Jeder kriegt eine Antwort. Dauert vielleicht mal 2-3 Tage, aber jeder kriegt eine Antwort, sofern er in einem vernünftigen Ton schreibt. Also so Beleidigungen und wüste Beschimpfungen, ne? Sorry, also da muss man dann auch eine Grenze ziehen. Aber das ist unser Job, einfach zu erklären, was wir machen. Kommen solche Beleidigungen häufiger vor, seitdem du im Bundestag sitzt? Ich muss leider sagen, ja. Das kommt, also man ist präsenter, wohl auch in der Wahrnehmung dann und ich sag mal, sowas kommt dann auch öfter mal vor, bis hin zu, das hatte ich leider letzte Woche, wo sie mir die Scheibe von meinem Abgeordnetenbüro eingeschlagen haben. Also das geht halt gar nicht, ne? Also Kritik gerne, auch gerne beleidigen, die E-Mails kann ich mit Leben, Gewalt und Scheibe einschlagen. No go, geht nicht. Dann lass uns doch mal zum Ende noch mal zu etwas Positivem kommen. Was glaubst du denn, können wir am Ende Positives aus dieser Pandemie mitnehmen? Positiv ist, dass wir alle in allen Bereichen einen Digitalisierungsschub festgestellt haben. Ich hoffe sehr, dass das Thema Digitalisierung bei Bildung und Lehre, also Schule, weiter vorangetrieben wird,
das hätten wir so mit Sicherheit nicht geschafft, auch nicht durch weitere Fördergelder etc., weil eben jetzt auf einmal sehr viel ausprobiert werden musste. Ich glaube auch, dass wir durch Corona oder nach Corona vielleicht ein anderes Bewusstsein haben für so Schnelligkeit der Welt. Du hast ja jetzt eine große Wahl noch gegen Ende zu bestreiten. Es steht ja wieder an, eine Bundestagswahl. Und auch da wird es ja wieder einiges an Wahlkampf geben. Und das wird ja durch Corona ebenfalls wieder ein bisschen schwieriger. Wie bereitest du dich auf so etwas vor? Ohne Corona wäre ich jetzt schon mitten im Wahlkampf. Im Moment planen wir mit zwei Kampagnenstrategien. Die eine ist quasi fast nur digital und die andere ist ausgerichtet auf den Tag X, der hoffentlich kommen wird, wann wir wieder anfangen können, wirklich also Wahlkampf mit Kontakt zu machen. Ne? Haustürwahlkampf, Infostände, Veranstaltungen. Und wir werden den Fokus auch deutlich mehr auf die Briefwahl legen. Ich mache Wahlkampf unglaublich gerne und habe da ein gutes Team und freue mich da auch drauf. Aber am meisten freue ich mich wirklich drauf, wenn ich dann wieder richtigen Bürgerinnenkontakt haben kann. Sagt Dorothee Martin, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.